Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay, dieses Mal Tier 9 Iowa von Dirty Harry. Hier ist seine Mail. Er hat vor längerer Zeit keinen Bock mehr gehabt auf Tier 9, hat aber jetzt durch das Flaggschiff, also das letzte richtige Schlachtschiff der amerikanischen Marine, der Navy, wieder Geschmack bekommen auf höhere Tiers und das ist auch gut so. Die Iowa ist nämlich eines meiner liebsten Schiffe auf Tier 9. Denn was haben wir denn momentan zur Auswahl? Einmal die Mighty Iowa, dann einmal die Zoomer und dann nochmal, ja, den Friedrich. Was ich vom Friedrich halte, das seht ihr in diversen Gefechten von mir. Und was er von mir hält, das sehe ich in den Durchschnittsstats. Was die Zoomer kann und nicht kann, habe ich mir damals gelesen. Angelesen und sie dann beflissentlich übersprungen mit Free XP, um endlich zur Yamato zu kommen, um ihr was zu gönnen. Und man muss schon sagen, die hat ein paar Buffs bekommen, aber eine inschnittige, wunderschöne amerikanische Tier 9 Iowa hat keine Konkurrenz auf dem Tier. Also allein schon das Aussehen ist eine vergrößerte North Carolina und die sah damals schon geil aus. Das erste Schlachtschiff der neuen Bauart, das nicht mehr durch den Panama-Kanal fahren musste oder nicht mehr dafür gebaut war, dass es durch den Panama-Kanal passte. Das war schon etwas Geiles im Spiel, muss ich schon sagen. Die North Carolina, gut ab. Jetzt haben wir auch noch die Alabama und die hat die Iowa mit ähnlichem Schiffsdesign, nur ein bisschen größer. Aber super Schiff, super Schiff. Von daher kann ich verstehen, warum Dirty Harry Gefallen daran gefunden hat. Man muss halt ziemlich gut aufpassen. Breitseite, das ist ein absolutes No-Go. Oder ein No-No oder was auch immer im Internet so gesprochen wird. Das darf auf keinen Fall passieren. Wenn du Breitseite zeigst, dann ist es etwas der letzten Dinge, die du gemacht hast in einer Iowa. Dasselbe gilt natürlich auch für eine Yamato. Alle Schiffe, die diese 2- und 1er Anordnung haben, ausgeschlossen, rausgenommen, vielleicht die deutschen Schlachtschiffe wie die Gneisenau oder die Scharnhorst, sind sehr, sehr zitadellengefährdet, wenn sie Breitseite zeigen, wenn man unter diese zwei Fronttürme schießt, inklusive natürlich auch der Dunkirk. Wie gesagt, nur die Scharnhorst und die Gneisenau sind dank ihrer Panzerung eigentlich ausgeschlossen. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn du da Treffer kriegst, dann hast du zum hohen Prozentsatz, wenn das RNG nicht gerade sagt, okay, du ziehst auf die vorderen Türme, aber du fegst dem Kapitän die Mütze auf der Brücke weg, hast du Zitadellen kleben. Und das mindestens eine, schlimmstenfalls auch fünf. Und dann ist Ende Gelände, dann ist die Geschichte aus. Auf dieser Karte hier aber, das ist Epizentrum und ich werde nicht müde darauf hinzuweisen. Selbst Wargaming sagt, wir sind mit Epizentrum zufrieden. Sie sind mit Tränen der Sonne zufrieden, aber sie sind nicht zufrieden mit Epizentrum und Tränen der Sonne. Und das heißt Tränen der Wüste. Immer dieser Bruce Willis Film. Nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich Tränen der Sonne bewerbe. Aber es ist einfach so, die Karte ist in Kombination mit Epizentrum scheiße. Und dann frage ich mich, Wargaming. Ich weiß das. Ihr wisst das. Wir wissen das alle. Warum packst du beim nächsten Patch nicht diese verschissene Karte in Kombination mit Epizentrum endlich aus der Map Queue? Einfach rausmachen. Habt ihr wahrscheinlich eine Matrix, wo ihr einfach das Hacken raussetzen könnt, welche Map mit welchem Spielmodus zusammenkommt. Das wär's, oder? Ich glaube nicht, dass das so viel Arbeit wäre, aber nein. Stoisch wie eh und je. Wird drauf geschissen, wir behalten es bei. Vielleicht kommen die Spieler ja trotzdem irgendwann zurecht oder haben Spaß dran. Denn das Schlimmste hier an dieser Map ist, fährst du in die Mitte ohne Nebelsupport, bist du tot. Fährst du in die Mitte mit Nebelsupport, aber ohne Scout-Support, dass du Torpedos ausweichen kannst, bevor sie dich im Nebel auf 1,2 Kilometer anlachen, bist du tot. Und wenn du nicht dauergesmockt wirst dann drin, bist du tot. Weil das ganze Team normalerweise an den Inseln klebt, wie fettiges Haar an der Stirn. Und das ist richtig übel. Und heute ist Tag der Metaphern, wie es aussieht. Ja, konzentrieren wir uns mal aufs Spiel. Dirty Harry fährt hier einen normalen Kurs. Er klebt nicht ganz an den Inseln, er hat sich ein bisschen Distanz dazu verschafft, um besser rüberschießen zu können.
Das ist ganz normal. Das ist die 15. Minute und noch kein Schaden beim Schlachtschiff. Das, wie gesagt, das bedeutet einfach, sie lassen sich wenig sehen. Aber man kann dem gegnerischen Team jetzt nicht zuhalten oder vorwerfen, dass sie campen. Man muss ihnen zugute halten, dass sie auf der linken Seite Alabama, Taga, Kutuzov und noch eine Kutuzov nach vorne fahren. Wobei man aber auch anmerken muss, dass die Kutuzovs sich smoken können und wahrscheinlich Alabama und Taga davon profitieren. Von daher ist es natürlich in abwechselndem Smoke-Einsatz ein leichtes, hier nach vorne zu preschen, wenn denn immer gut gesmoked wird. Und einfach dadurch, dass die Kutuzovs hier ausgegraut werden, sagt mir schon an, dass sie nicht mehr gesehen werden und auch die Atago hinterm Smoke oder im Smoke ist. Von daher muss man das alles ein bisschen differenzierter sehen. Nur weil man es gerade auf der Karte sieht, heißt das nicht, dass sie wirklich nach vorne preschen. Die Gneisenau natürlich hier, Rückzugsgefährt, Friedrich der Große wird sich auch nicht gefährden, will hier vom Smoke profitieren, der Admiral Ivan. Und die Gneisenau mit Niesviek, keine Ahnung, wie man das ausspricht, der wird, oder wenn er es noch nicht hat, wird das früh genug merken, dass das hier alleine vorpreschen natürlich ein Fehler ist. Vor allem gegen eine Tirpitz, so zwei Miyokos, die fackeln natürlich die ganze Zeit. Die Lexington kümmert sich ein bisschen hier um die Miyoko, wo ist denn der gegnerische CV, und lass uns generell einmal das Matchmaking ansehen. Es sind Tier 8er Match mit Freien, sind Tier 9, Iowa Izuma und zwei Friedriche. Ja, da ist der Vorteil meiner Meinung nach beim Team von Harry, denn wie gesagt, die Friedriche hauptbewaffnungstechnisch einfach ja, unter ausgerüstet, also zu schwach. Die 4x2 406er oder von mir aus auch 420er mit dem hohen Reload kann man vergessen. Die haben einer Iowa nichts entgegenzusetzen. Selbst wenn sie nur mit den Frontgeschützen schießen würden mit ihren 406ern, würde es ausreichen. Zielgenauer, treffgenauer. Friedrich der Große ist eine Schrotflinte. Da muss man nah ran, und nah ran wird auf dieser Map extremst bestraft. Da braucht man richtig gute Gefechte, dass man mit dem Friedrich was reißen kann. Zumindest ich. Weil das Gekämpfe ist jetzt nicht mein Stil und viele Karten schaffen es nicht. Und ihr seht es, frontal in die Aufbauten, 12.000. Der Friedrich, der wird sich dasselbe fragen, wie ich mich hin und wieder frage, was zum Teufel war denn das? Ich war doch gut angewinkelt. Wobei der Friedrich der Tirpitz relativ breit zeigt. Von daher hätte es auch von da kommen können. Aber nicht da sind die 12.000 Schaden entstanden, sondern Dirty Harry hat die 12.000 Schaden gemacht in die Aufbauten, so als ob er gerade Breitseite zeigen würde. Und das ist ein großes Manko an diesem Schiff, ist dann auch ein Manko am Friedrich, und wenn der Friedrich jetzt gut gezielt hat, dann könnte es eine Zitadelle hageln. War nur 9000, da hat Dirty Harry jetzt Glück gehabt. Wie gesagt, er zeigt relativ breit, oder er zeigt breit, und wenn der Friedrich nicht so eine verschissene Schrotflinte hätte oder so ein schlechtes RNG bekommen hätte, dann wären da jetzt ein paar mehr HP gepurzelt, und das könnte jetzt auch der Alabama zum Verhängnis werden. Ihr seht es, momentan ist es sehr ein passives Spiel. Notgedrungen. Wie gesagt, das ist die Karte. Hier battlen sich die DDs. Und man sieht es auch an den Schiffen, die raus sind. Zwei DDs vom Team Grün, zwei DDs vom Team Rot. Je nachdem, welches Team der DDs hier die Oberhand behält, dem gehört die Mitte, der macht die Punkte. Was noch nicht bedeutet, dass es wirklich damit zu Ende ist. Man kann es auch anders machen, man kann es auch anders schaffen. Wie gesagt, wenn ein DD oder ein Nebelkreuzer dich in die Mitte smoked, kannst du mit dem Friedrich in der Mitte im Schutze des Nebels gut austeilen, und ich werde da wahrscheinlich schauen, ob ich ein Gefecht dafür zustande bekomme, wo ich jetzt nicht weiß, ob das zuerst kommt oder das Replay, aber wenn ich das Replay aufnehme, ist noch keins in der Queue, also ist noch keins in der möglichen veröffentlicht werden auf YouTube bei mir, sondern muss erst noch gefahren werden, aber daran werde ich mich machen. Mal schauen. Ja, jetzt hat der Friedrich natürlich ein leichtes Spiel. Wird zwar immer wieder zurückgesetzt. Und es ist noch nichts verloren. Wie gesagt, das ist Epizentrum. Und verdammt, jetzt sieht es aber übel aus. 5:3 Tote. Und der wird gut kassiert. Wie gesagt, die Kutuzovs da hinten, die sind immer noch im Spiel. Die Alabama steht und fährt rückwärts. Nein, die fährt rückwärts. Harry! Achte auf den Kamin. Der Kamin hat ja angezeigt, dass sie rückwärts fährt. Aber noch viel mehr als auf den Kamin zu achten, musst du auf dein eigenes Gefühl vertrauen. Denn Wargaming hat viele Probleme im Client. In dieser Big Engine, die sie da benutzen.
Eines davon ist, dass der Nebel, der Rauch, viel zu spät seine Form verändert. Quasi hier, der Friedrich, der fährt volle Fahrt. Erkennt man sofort. Jetzt bremst er aber ab, aber der Rauch zeigt immer noch volle Fahrt. Und dass er abbremst, das sieht man optisch am Schiff, aber nicht am Rauch. Da muss man aber dann schon schalten, okay, wenn der jetzt abbremst, dann muss ich ein bisschen näher ranzielen, obwohl mir der Rauch noch volle Kraft anzeigt. Warum ist das so? Weil weil der Rauch in 4 Teilungen unterteilt ist. Oder sind es 5? Ich weiß gar nicht, ob der Viertel hochschaltet oder nur halb. Das muss ich mal in einem Eigenversuch testen. Es ist aber so, wenn du volle Kraft fährst, dann ist der Rauch am langgezogensten. Wenn du halb fährst, dann weniger. Wenn du stehst nach oben und rückwärts, dann geht er natürlich in die andere Richtung. Dann kann auch sein, dass er die Vierteldinger auch anzeigt. Da habe ich echt noch nie drauf geachtet. Wenn es jemand weiß, in die Kommentare, ab damit, bitteschön. Aber hier seht ihr, hier zeigt es an Stehen und rückwärts fahren. Und es wird aber wieder nach vorne fahren. Das hat man schon vorher gesehen, bevor die nach vorne sind. Aber es sieht so aus, als würde er halb nach vorne fahren, hat aber erst 4 Knoten oder so. Und wenn man dann in diesem Fall schon auf halbe Geschwindigkeit sieht, wird man nicht treffen, weil er ganz langsam beschleunigt. Aber der Rauch eben schon anzeigt, dass er schon halbe Kraft hat. Und das ist das Gefährliche, da spielt das Gefühl mit rein. Und jetzt sieht es für beide Teams so aus, oder zumindest für das grüne Team, jetzt wird es zu einem reinen Defensivgefecht werden. Das rote Team stürmt hier rein. Meine Rauchgeschichte hat ziemlich viel Zeit gefressen. Aber immerhin 46.000 für die Iowa. Wenn ich jetzt Dirty Harry wäre, ich würde in einem unbeobachteten Moment eine 180-Grad-Kehre machen und an die Insel in E7 fahren. Quasi so, dass meine Seite links geschützt ist vor Alabama und vor dem Großteil der gegnerischen Flotte, die sich im unteren Teil des Epizentrums, also in meinem Teil, das ist der östliche Teil, ansammelt. Und ich auf die Pensacola und auf die Gneisen ausschießen kann. Habe ich dann alle im westlichen Teil. Und der war gut. Schön. Eine Zita auf die Amagi. Aber die fährt ja auch breit. Dieses Luder. Immer breit fahren. Aber dann würde ich die oberen, also die im westlichen Teil der Epizentrumkugel, würde ich dadurch töten. Und wenn die getötet sind, würde ich Stück für Stück weiter nach vorne fahren. Immer um eine Linksachse gedreht, dass ich nie Breitseite zeige. Immer im Schutz der Insel oder Bow on. Und würde dann auf Gneisenau und dem Friedrich schießen. Das wäre jetzt praktikabel, denn Harry zeigt ja relativ viel Breitseite momentan. Gut ist nur, der Friedrich schaut in die Richtung, die Kutuzov wird. Oh ja, da kommt jetzt der Beschuss an. Das geht auf Harry oder auf die Tirpitz. Aber die Kutuzov auf Harry und ich glaube, die Gneisenau hat ebenfalls auf Harry geschossen, genau. Und da kommt auch der Friedrich der Große. Genau, diese Insel davor ist ideal dann, um die Pepsi rauszunehmen und links geschützt zu sein. Genau so würde ich das machen. Wie gesagt, die Insel in E7, quasi am rechten Ende von E7. Oh, und die Pensacola hat abgebremst, dieses Luder. Wie gesagt, da kann man diese Spiele machen. W, volle Beschleunigung, abbremsen, dann wieder W, volle Beschleunigung. Jetzt sieht es wieder aus, jetzt wird sie auf volle Beschleunigung gehen, hat noch nicht volle Beschleunigung erreicht, das wird sie in 3-4 Sekunden. Das Problem beim Replay ist, nicht so weit, das könnte noch klappen, aber das könnte noch klappen. Wenn ein Schiff nämlich in die Kurve fährt, dann verliert es auch Geschwindigkeit. Das war darüber, shit. Ja, es hätte gut geklappt vorm Vorhalten. Aber ist natürlich schwierig. Da muss man auch auf die Karte schauen. Man sieht es, die fährt 45 Grad weg. Deswegen dürfte das jetzt hinhauen. Ansonsten, man sieht es oft nicht gut wegen der Perspektive. Und das war sogar eine Zita. Man sieht es oft nicht gut wegen der Perspektive, ob das Schiff jetzt wirklich abdreht oder nicht. Und dann ist noch ein bisschen Nebel auf der Karte. Dann sieht man es aber auf der Minimap, wie die Positionierung genau ist, die Grad. Viele benutzen diese Modifikation, wo einem in einem Kreis der Winkel des eigenen Schiffes und der Winkel des gerade anvisierten gegnerischen Schiffes angezeigt wird, dass man das besser erkennen kann. Zusätzlich dazu wird dann mit den Farben grün bis rot auch angezeigt, ob sich ein Schuss auszahlt, ob man das penetrieren kann. Was ich nicht weiß, ist, ob die Mod die Panzerung des gegnerischen Schiffes und das Kaliber und die Pen-Leistung und den Shell-Arc des eigenen Schiffes abgleicht, also ausliest und abgleicht. Das hat wehgetan. 10.000. Und das dann quasi in die Farben mit einfließen lässt und in
die Schussfreigabe, die es damit quasi erteilt. Das wäre doch gut zu wissen. Wenn das auch jemand weiß, immer gerne rein in die Comments. Ich halte diese Mod für... Na, ah, ich will jetzt nicht sagen, schwierig, unfair. Aber sie verschafft Vorteile. Ein guter Spieler weiß es auch so, muss aber viel besser darauf achten dann, was ein anderer guter Spieler mit der Mod auf einen Blick erfährt und sich um andere Dinge kümmern kann. Das ist der Vorteil der Mods, das war zu hoch, außer sie dreht ab. Das müsste drüber gehen. Ja, Glückstreffer, aber das geht drüber. Man hat es auf der Map gesehen, die Friedrich hält nämlich direkt auf die Insel zu. Ja, es hätte tiefer kommen müssen, aber ihr seht es. Mit der Mod hätte es mir angezeigt, oh nein, das fährt ja, das Schiff fährt so und so, da muss ich ein bisschen runterziehen. Hätte ich aus der kleinen Mod rauslesen können, ohne auf die Karte zu schauen. Und ein guter Spieler sieht das auch so, braucht aber länger dafür und kann sich da in der Zeit nicht um anderes kümmern, was ein anderer guter Spieler mit der Mod aber kann. Von daher, Mods gewinnen nicht Spiele, das machen immer noch Spieler. Aber wenn es vielen Erleichterungen kommt und immer markieren, die Flugzeuge immer markieren, Harry, denn man hat mit einem der Patches in der... Oh. Es gab mal einen Patch, da habe ich darauf hingewiesen, dass wenn man zwei Skills killt, beide Skills in Kombination der Luftabwehr einen Bonus bekommen. Ich weiß selbst nicht mehr, welche das waren. Seitdem, ich weiß nicht mehr, ob das aktiv ist, seit sie die Captain Skills wieder verändert haben, sie quasi verschoben haben. Müsste man hier, muss mal nachfragen bei Wargaming, müsste mal eine Mail schreiben. Jetzt habe ich nämlich, stand in keinen Patch Notes, ich habe sie nämlich alle gelesen. Und jetzt sieht es aber gut aus. Alabama ist nur noch da und der CV. Aber wie gesagt, Flugzeuge immer markieren. Man hat höheren Schadensoutput, wenn man die Flugzeuge markiert, auch ohne den Skill geskillt zu haben, indem man plus 100% Effizienz bekommt in der vierten Reihe. Wird mir zumindest von allen Seiten so erzählt. Wie gesagt, kann durchaus sein. Ich mache es jetzt immer. Schadet nichts. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, denn dann wird wirklich das Target priorisiert, das man auch priorisiert haben will. Das heißt, wenn Jäger anfliegen und Torpedobomber, dann werden die Torpedobomber fokussiert von der Anti-Air, bevor die Jäger beschossen werden. Freie Kapazitäten werden dann natürlich auf die Jäger schießen, wenn man den Skill nicht hat, den vierten Skill, aber das sei ja mal gut so. Muss ja nicht brach liegen. Er wird natürlich sich sofort wieder über das Team beschwert, what a team. Da, siehst du, da hat jemand mal was Gutes gemacht. Kann ich das nochmal sehen? Da, Edfor hat das gemacht. Er hat die ganze Zeit verteidigt und er soll sein Team nicht blamen, die alles dafür getan haben, um den Cap zu bekommen. So sieht das aus. Sie haben es versucht. Das gegnerische Team hat es versucht. Sie sind wirklich durchgebrochen. Aber das ist halt das Traurige daran. Oft verliert das Team, das angreift. Und eben deswegen ist Epizentrum nicht so prall. Vor allem auch, weil das zwar ein Teamgefecht ist, im Sinne von, man spielt mit einem Team, aber die Unterstützung fehlt, wie es in den sonstigen von Wargaming genannten Teamgefechten, wo man alle Leute kennt, mit denen man spielt, ist. Schöner Schuss auf die Alabama, die 9000. Jetzt das ist natürlich noch besser, denn und natürlich vorne auf die zwei Türme. Also nicht auf die zwei Türme zielen, sondern unter den Türmen. Ist natürlich das Munitionsdepot der Türme. Man kann ja die riesigen Granaten, die 406mm Granaten plus Treibladung, nicht durch das ganze Schiff schleppen. Deswegen ist natürlich das Munitionsdepot der Türme unter den Türmen. Das war zu wenig weit nach vorne gezählt. Immer unter die Türme halten. Vorbeizielen kann man immer. Da ging einer in die Aufbauten, hat ein Modul durchschlagen, gab 1350er. Aber weiter nach vorne. Bei Alabama, North Carolina, Iowa, Yamato, Dunkirk. Ich glaube, ich habe jetzt alle Schlachtschiffe, die vorne zwei Türme haben, die diese 2-1er-Anordnung haben. Genau, noch ein bisschen. Noch ein bisschen weiter nach vorne. Weil es ist ein Treffer und der war gut. Es versenkt, hätte gereicht. Aber hätte sie noch mehr HP gehabt, dann wäre vorne unter die Türme wäre noch besser gewesen. Und man muss immer aufpassen, wie man die Geschwindigkeit des gegnerischen Schiffes einschätzt. Fährt man nämlich gegenläufig zum gegnerischen Schiff, dann muss man natürlich weniger weit vorhalten, als wenn man
zusammenfährt. Also wenn man mitläufig fährt. Oder? Habe ich es da verwechselt? Nee, ist korrekt. So ist es korrekt. Und wenn man selbst gerade auf ein Schiff zuhält und das Schiff von einem davon fährt, dann muss man noch weiter vorhalten, als wenn man mitläufig mit dem Schiff fährt. Sagt man das mitläufig? Das heißt, wenn zwei Schiffe parallel in dieselbe Richtung fahren. So meine ich das. Wird wirklich Zeit für ein Tutorial mit, wie ziele ich am besten? Für Anfänger natürlich, für Fortgeschrittene braucht das niemand, die wissen das alle. Ja, Endscreen zeigt das an, was wir gerade gesehen haben. War ein Sieg mit schönen 120.000 Schaden. Hätte ich immer gerne auf der Iowa, wäre ein schöner Durchschnitt 120.000. Das wäre dann mal 40.000 oberhalb einer, oder ich glaube sogar 40.000 oder 50.000 oberhalb einer Yamato. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich war meine Yamato bei 98.000 Durchschnittsschaden. Weiß nicht, ob das Durchschnitt ist oder ob das darunter oder darüber ist. Aber 120.000 ist auf jeden Fall ziemlich geil. Und die Iowa auf Platz 5 dadurch mit 1756 Basic XP. Das ist durchaus eine Ansage. Man sieht, das ganze Team von Dirty Harry war nicht schlecht. Verteidigungsmatch 4 Kills. Der Großteil natürlich mit der Hauptbatterie, so wie es sich für ein Schlachtschiff ohne ausgezeichnete Sekundäre gehört. 1,139 Millionen. Auf jeden Fall hat er einen Auftrag abgeschlossen. Die 1 Million kam durch Quick lebendig von Rettung. Und es war ein schönes Gefecht. Die Positionierung auf der Karte bei den Inseln im Verteidigungsgefecht hätte natürlich am Ende so sein können, wie ich es angesagt habe. Am Anfang war es okay, war es gut, muss man ein bisschen flexibel sein, wie das Team das eigene sich positioniert, ob es vielleicht einen Angriff startet oder ob das gegnerische Team einen Angriff startet. Und es wäre Harry schlecht bekommen, wäre er links unten in der Karte gestartet. Also das müsste dann der Südosten gewesen sein. Oder hätte er sich dahin begeben, da hätte er Probleme gehabt mit den zwei Kutuzovs. Der Alabama und der Otago, das wäre ein Brutzelfest für den Feind gewesen und nichts zu lachen für Harry und auch schadenstechnisch wäre nicht viel rumgekommen. Er hat nichts gesehen und wäre nur abgefackelt worden. Danke euch fürs Zusehen, wenn euch das Replay gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao!